Heute kam ein Camtasia-Update raus, die Version 2022.3.0, und da gibt es eine sehr schöne Neuerung. Und zwar kann man jetzt über das Menü Ansicht ein Leinwandlineal einblenden oder man verwendet das Tastenkürzel Steuerung Umschalt R. Dann hat man oben und an der linken Seite ein Lineal und kann aus diesem Lineal, wenn man dort mit der Maus drauf geht, mit gedrückter linker Maustaste eine Hilfslinie herausziehen. Man sieht dort oben dann links eine kleine Zahl, die sagt, wo ich mich gerade befinde, bei welchem Pixel. Also sagen wir hier bei 350 oder so, das ist nicht so ganz trivial. Leider ist der Mittelpunkt nach wie vor hier der Mittelpunkt auch des Videos. Das heißt, dadurch kann man nicht so ganz genau, man muss halt immer hin und her rechnen. Das ist jetzt ein Full-HD-Video, also 1920. Das heißt, das geht 960 Pixel in jede Seite, in jede Richtung. Und da muss man dann immer rechnen, wenn man jetzt etwas 100 Pixel vom Seitenrand weg haben will, dann muss man eben gucken, dass man, wenn man das hier rauszieht, eben auf 860 geht, dann sind das hier eben 100 Pixel. Ansonsten kann man die Guidelines auch wieder löschen. Einfach einen Rechtsklick drauf, dann kann ich eine einzelne entfernen oder einen Rechtsklick und ich kann alle auf einmal entfernen. Das Lineal wieder auszuschalten, einfach das gleiche Tastenkürzel nochmal drücken, nämlich Steuerung Umschalt R. Eine schöne Neuerung, es gibt allerdings eben noch ein bisschen Verbesserungsbedarf.